Hi Leute, weiter geht es mit Revolution Make-up London. Das gibt es bei Rossmann. An mir ist die Marke komplett vorbei. Also wirklich so komplett. Ich hätte es auch nicht gemacht, aber es wollten sehr, sehr viele, dass ich das teste. Also habe ich das alles nochmal eingekauft. Und ich würde sagen, wir fangen an. Als Primer habe ich mir mitgenommen den Pro Base, Aqua Priming Base. Und hier steht New, also es scheint neu zu sein. Zwar ist es ein Primer, aber zum Aufsprühen. Ich bin sehr gespannt. Also es macht schon sehr nass, was bei so einem Primer nicht schlecht ist. Ja, ich arbeite es nochmal mit meinem Schwamm ein. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich meine, der ist jetzt gerade dreckig, aber ich werde immer unter jedem Video nach diesem Beauty Blender gefragt, weil der so marmoriert ist. Sieht man jetzt durch die Foundation Reste nicht. Das ist eine limitierte Edition gewesen von Beauty Blender. Ich habe es bei Sephora.com auf der Seite gesehen. Also der Primer riecht doll, würde ich sagen. Also für meinen Geschmack ein bisschen unangenehm. Also es ist ein komischer Geruch, aber kann man auf jeden Fall machen. Also klebt auf jeden Fall richtig auf der Haut. Ne? Also man sieht, meine Haut glänzt jetzt richtig. Und ich bin gespannt, wie die Foundation da drauf sitzen wird. Was ich ein bisschen seltsam fand, ist, Rossmann hat zwar den kompletten Revolution-Aufsteller, also nicht alles, aber es ist halt ein ganz eigener Aufsteller. Die hatten jetzt Primer und so, also auch Gesichtsprodukt, aber die Foundation nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch nachkommen wird. Ich musste das jetzt bei Cosmetic for Less bestellen, weil macht irgendwie auch keinen Sinn, Gesichtssprays zu benutzen, aber dann keine Foundation. Und bei Cosmetic for Less war allerdings die Farbbeschreibung halt total Schrott und im Internet habe ich jetzt auch nicht so viel dazu gefunden. Da sind halt einfach nur die Farben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so. Und ich hatte ein Swatch-Bild gefunden bei Google, in der Hoffnung, dass es passt. Ich habe jetzt die Farbe 4 genommen und ich habe keine anderen Optionen. Wir müssen damit leben, was jetzt auf mich zukommt. Also die Foundation ist super flüssig, das heißt, man muss es sehr gut schütteln. Ne? Ich gebe mir das aber auf so eine Platte. Oh, das ist super flüssig, so wie die NYX Foundation. Oh, ich habe so einen komischen Gestank auf meiner Haut, auf meinem Gesicht. Irgendwie mag ich das gar nicht. Ich gehe jetzt mit dem Beauty Blender rein. Ich weiß gerade selber nicht, wie ich mit der Foundation umgehen soll. Foundation heißt übrigens The One Foundation. Adapts to Skin Tone and Texture. Full Coverage, Buildable, Matte Finish. Also ganz full ist es nicht, wenn dann schon Medium. Ja, okay. Also so finde ich, passt die Farbe ganz gut, ne? Wie sieht es in der Kamera aus, ne? Und die Foundation fühlt sich super leicht auf der Haut an. Ist interessant, also der Primer macht es tatsächlich tragbar. Aber hätte ich diesen Primer nicht von denen, diesen Make-up Aqua Primer, würde sich das komplett über meine trockenen Stellen legen, weil ich habe in meinem Gesicht ein, zwei Stellen, wo sich die Foundation rauflegt. Also für jemanden, der so richtig trockene, schlimme Haut hat, weiß ich nicht, ob es das Beste ist. Aber so finde ich auf jeden Fall tragbar. Ich habe natürlich keinen Concealer, aber ich werde jetzt einfach einen von mir auftragen. Also ich muss so sagen, sieht die Base richtig flawless aus. Also von der Farbe her gefällt es mir auch schon fast am besten irgendwie. Und ich würde sagen, solange das Ganze noch feucht ist, setten wir das Ganze. Gekauft habe ich mir bei Rossmann das Banana Powder. Also das ist halt sehr, sehr gelb. Und weil ich dachte, ich weiß nicht, hatte ich mir bei Cosmetic for Less zu der Foundation noch die Lace, also das Lace Puder bestellt. Und ich denke, ich gehe auch zu dem hier. Das sieht flawless aus. Und die Farbe passt auch voll gut. Also ich arbeite die erste Schicht Puder richtig ein. So, lassen wir das so drauf. Dann nehme ich einen großen, fluffigen Pinsel, gehe nochmal in das Puder rein und sette meinen Rest durchs Gesicht damit. Also oxidiert ist die Foundation definitiv. Ich sehe das. Und auch in so eine komische Farbe, habe ich das Gefühl, ne? Ja, wieder irgendwie so ein bisschen in Richtung Rot. Irgendwie habe ich das Gefühl, alles an mir wird schweinerosa irgendwie. Ich habe mir auch eine Konturpalette mitgenommen und zwar Iconic Lights and Contour Pro. Um meinem Gesicht ein bisschen mehr Wärme zu verleihen, werde ich diesen Ton hier nehmen. Also die Farbe gefällt mir nicht so gut. Und es lässt sich auch nicht so gut verblenden, finde ich. Nicht mein Lieblingspuder. Ich werde auch ein bisschen konturieren oder versuchen zu konturieren. Da nehme ich diesen Ton hier. Was richtig Aschiges fehlt aber auch in der Palette. Die Palette tatsächlich auch nicht so aschig, muss ich sagen. Also erinnert mich sehr an die NYX Palette. Und die hat bei mir schon überhaupt nicht funktioniert. Und es sieht auch sehr dreckig aus an meiner Hautfarbe. Ne? So richtig billig, Schminke,
unschön, das muss ich leider sagen. Also da kenne ich nichts, doch. Das zeig dir. Nee, muss ich leider sagen, überzeugt mich nicht so. Die Highlighter-Palettenfarben nutze ich nicht, weil ich ja schon das Puder darunter habe. Aber ich arbeite sowieso gerne eher mit Loose Powder als mit so Pressed Powders in so Paletten. Trage ich mein Highlight auf, da habe ich mir das Skin Kiss mitgenommen in der Farbe Ice Kiss. Da hatte ich das Gefühl, das wirkte auf meiner Haut irgendwie am besten, weil alle anderen waren schon sehr, sehr peachy oder so goldig. Und hier hatte ich beim Swatchen das Gefühl, okay, das würde gut ausschauen und ich hoffe es. Also die Farbe, finde ich, ist schön. Kann den Highlighter aufbauen. Ist natürlich sehr doll. Also ist schon sehr frosty, würde ich sagen. Es ist nicht mein Lieblingsfinish, muss man dazu sagen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welchen Highlighter von Revolution ihr empfehlen könnt. Ich finde auch, der zeigt Unebenheiten extrem. Ich habe noch keinen schönen und guten Highlighter in der Drogerie gefunden, wo ich sage, yes. Es musste natürlich auch eine Blush-Palette mit, und zwar die Ultra Blush-Palette. Die schaut so aus. Da fand ich die Farben sehr, sehr schön. Und die zwei sind ja mal super interessant. Das ist doch ein Highlight, oder? Oh mein Gott! Gut, wo ist mein Pinsel? Shabbat Shalom, würde ich sagen. Jesus! Also ich muss das natürlich irgendwie ausgleichen. Oh Gott. Ich kann gar nicht mehr was machen. Ich kann nichts mehr sehen. No. No, no, she wasn't ready. Holy, also das als Lidschatten? Blush, Blush. Da waren wir stehen geblieben. Ich trage diese Farbe hier auf. So schön peachy. Ja, zeigt sich ein bisschen. Ja, finde ich gut. Das ist zu viel. Das ist zu viel, das ist zu doll. Also der Blush, den finde ich nicht schlecht. Dann fege ich mir auch die Puderreste aus dem Gesicht. Fülle ich mir die Augenbrauen auf. Revolution hat eine Brow-Pomade. Die habe ich mir mitgenommen. Und zwar in der Farbe Graphit. Das war das dunkelste. Ich hatte das Gefühl, dass normalerweise greife ich so grob zu Dark Brown. Aber da hatte ich das Gefühl, es war zu rötlich warm. Deswegen habe ich zu Graphit gegriffen. Wobei das schon sehr dunkel aussieht. Also ich bin sehr gespannt. Also wenn ich mit dem Pinsel in die Pomade reingehe, habe ich schon das Gefühl, dass es fester als andere Pomaden, die ich benutzt habe. Das fällt mir schon auf. Ja, es ist auch sehr fleckig. Könnt ihr das sehen? So das Abstreifen auf dem Handrücken. Das mache ich nämlich immer, damit ich nie mit zu viel Produkt. Es klumpt auch. Also ich bin gespannt, wie es jetzt natürlich in der Augenbraue ist. Ich muss sagen, ich finde das Produkt sehr krümelig. Da habe ich schon definitiv bessere Pomaden benutzt. Klar, die im High-End-Bereich. Von Anastasia zum Beispiel. Benefit. Ansonsten ist die von BH Cosmetics richtig gut. Also ich habe überall Pomadenreste auf meiner Braue. Natürlich auch nicht so schön. Also ich muss sagen, ich mag das Produkt überhaupt nicht. Ich kann gar nicht sauber arbeiten. Ich habe überall Krümel in den Härchen und dann krümelt es auch auf die Haut. Ich muss sagen, da greife ich lieber, wenn günstig, viel, viel lieber zu der von BH Cosmetics. Ich habe ja Foundation und ja, Foundation habe ich ja auf meinem Lid mit drauf. Das hätte ich jetzt nochmal komplett mit dem Puder. Augen-Make-up, da habe ich mir sogar zwei Paletten mitgenommen. Einmal die Professional Eyeshadow Palette in der Richtung Neutrals vs. Neutrals. Da fand ich die Farben gar nicht mal so schlecht. Bin sehr, sehr gespannt. Und die andere Palette, die ich mir mitgenommen habe, ist die Ultra Eyeshadows. Und zwar in der Richtung Flawless. Ich fange mit der Neutrals Palette an. Und zwar mit der Farbe... Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe in die Blush Palette und nehme diesen Ton, den ich auch als Blush benutzt habe. Also ihr könnt die Blushfarbe sehen, die ist richtig schön. Richtig schön peachig und lässt sich auch gut verblenden. Auch perfekt als Lidschatten. Dann gehe ich in die Palette und nehme diesen Ton hier mit einem kleineren Pinsel. Boah, guck mal, wie pigmentiert. Und die Farbe gebe ich mir in meinen Außenwinkel und in die Lidfalte. Alle gehen raus Samstagabend. Ich sitze hier und schminke ein Tutorial. Keinen Spaß haben. Wir sind hier im Land der Neider und Nichtgönner. Wenn ich keinen Spaß habe, dürfen andere auch keinen Spaß haben. G steht für gönnen. Bei dir steht ja G für
geil. Bei mir steht das G für geil, definitiv. Denselben Lidschatten trage ich auch auf meinen unteren Wimpernkranz auf. Mit einem noch kleineren Blendepinsel nehme ich die Farbe aus der Palette. Und zwar diese hier. Die gebe ich auch hier an meinen Augenaußenwinkel oder auf. Also aus irgendeinem Grund ist an dem Auge irgendwie fleckiger als auf dem anderen Auge. Also die Lidschatten sind definitiv gut, aber also besser als alle anderen so, ne? Aber ich muss schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Ich habe das Gefühl, es ist trotzdem sehr fleckig. Und obwohl super viel Produkt auf den Pinsel kommt, ist es dann noch nicht so pigmentiert. Also um das Ganze noch ein bisschen mehr zu intensivieren, gehe ich in diesen Ton. Das ist ein Braun, aber da sind so pinke Glitterpigmente drin mit einem kleineren Blendepinsel. Aber ich finde auch, die Farbe zeigt sich jetzt nicht so dolle. Also ich kann verstehen, dass das super ist für viele. Aber ich muss sagen, ich brauche super viel Zeit, um das auszublenden. Ich habe das Gefühl, die Farben sind sehr, sehr fleckig. Also gerade der dunkle Ton. Ich habe jetzt so viele Blendepinsel genommen, um irgendwie immer die Kanten auszublenden und mir tun schon die Hände weh, muss ich sagen. Die Palette kommt mit so einem Pinsel. Da ist einmal eine flache Seite und einmal so eine Blenderseite und ich nehme die flache Seite. Ich habe hier noch ein bisschen Foundation und gehe damit so rein. Die Foundation ist mir leider nicht deckend genug, deswegen gehe ich jetzt in meinen Paint Pot von MAC. Müsst ihr natürlich nicht. Aber ich mache jetzt wieder so einen Semi-Cut Crease. So, nachdem ich das habe, gehe ich mit so einem kleinen Blendepinsel in die zweite Farbe, also nicht den Blush, sondern diesen Ton hier und blende das hier so rein. So, weil die Foundation es leider nicht schafft, mache ich jetzt auch mit dem Paint Pot weiter. Ihr könnt natürlich auch euren Concealer oder so nehmen. Und damit, also mit dem Paint Pot, ne, könnt ihr sehen hier, ziehe ich mir jetzt einen Lidstrich. Nehme ich aus der Palette den hellsten Ton hier und sette damit hier vorne den Paint Pot. Mit einem sauberen Eyeliner-Pinsel gehe ich wieder nochmal in die helle Farbe und sette jetzt den Paint Pot, aber nur hinten. Dann gehe ich nochmal in die Blush-Palette und nehme den Ton, den ich auch als Blush benutzt habe und gebe das direkt daneben auf. Wenn wir das haben, dann gehe ich nochmal in die Neutrals-Palette und zwar in diesen Ton hier. Und das gebe ich auch direkt da drauf, also daneben sozusagen, so ineinander laufen. Weil sich das nicht so zeigt, nehme ich die anderen Ton daneben. Leider zeigen die Farben nicht so eine Abstufungen, wie ich es wollte, so richtig ombre, wisst ihr. Eine Mascara habe ich von den jetzt auch nicht, gab es auch nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Der Look ist nicht so geworden, wie ich ihn wollte. Farben sind so fleckig irgendwie. Für die Lippen habe ich mir mitgenommen, dass die Retro Luxe Matte Lip Kit, Lip Contour Kit in der Farbe Noble, kommt in so einem Packaging. Finde ich ziemlich cool. So wie diese Kylie Lip Kits. Und super pigmentiert. Okay, die Farbe passt jetzt, finde ich, gar nicht zu dem Augen-Make-up, aber gehen wir einfach mal darüber hinweg. Ich wusste nicht, was ich schminke und krass pigmentiert. Die zwei Sachen hier, Lip Liner und dieser Liquid Lipstick, flüssig. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie der trocknet. Ich gehe nochmal in die Blush-Palette und nehme diesen krassen Schimmerton und den gebe ich mir als Highlight unter meine Augenbraue. Der ist natürlich krass, ne? Ich habe mir noch ein Pro Fix Amazing Make-up Fixing Spray mitgenommen und ich sprühe nochmal diesen krassen Schimmerton damit an. Excuse me. Ist schon Silvester? Gott, wie billig. Probieren wir mal das Gesichtsspray aus. Ich würde sagen, wir holen euch einmal ganz dicht ran. Ihr könnt an meiner Nase sehen, dass sich die Foundation komplett abgesetzt hat. Ne, es fängt schon an zu bröckeln. Bröckelt auch um meine Stirn herum. Ich habe hier auch wieder diese komische gelbe Verfärbung über meiner Oberlippe. Ich weiß gar nicht, was es soll. Aber es sieht auch hier irgendwie gar nicht gut aus. Kurz zu den Produkten.
Das Pro Base Aqua Priming Base ist sehr interessant, muss ich sagen. Müsste man mal auch mit anderen Foundations ausprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Dadurch, dass ich beide Produkte noch nie benutzt habe, nie ein Gefühl dafür hatte, ist es für mich jetzt schwer zu sagen, okay, was kackt gerade so ein bisschen ab, weil die Foundation löst sich komplett hier ab. Ich bin hier über meine Oberlippe so blau und dann gelb. Ich weiß nicht, ob man es so hieß. Ich glaube, man kann es erkennen. Die trockenen Stellen wurden extrem hervorgehoben. Jetzt ist alles trocken und matt. Muss sagen, hat... Ich weiß nicht. Mit dem Puder, glaube ich, kann man arbeiten. So First Impression fand ich jetzt nicht schlecht. Muss natürlich gucken, diese gelbe Verfärbung. Also es gibt schon ein bisschen Farbe ab. Jetzt nicht so doll wie zum Beispiel das von Maybelline. Das war ja extrem. Aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung für Leute, die so hell sind wie ich oder noch heller, müsste man tatsächlich schauen, ob das funktioniert. Es gibt davon noch das Ghost, das ist halt ganz weiß, aber ganz weiß benutze ich wiederum nicht so gerne, weil ich finde, das lässt selbst bei mir so einen weißen Schleier. Also Puder ist halt immer so eine schwierige Geschichte, finde ich. Die Konturpalette hat mich leider auch nicht so überzeugt, erinnert mich so ein bisschen an die NYX Konturpalette, allerdings ist die NYX Konturpalette viel staubiger, ne? Also hat viel mehr so Fallout. Die ist ein bisschen fester gepresst, aber ich finde, also jetzt hat sich sogar so ein bisschen gelegt, aber ich fand schon, dass es sehr unsauber ist, hat so einen komischen dreckigen Touch und hebt auch so Unebenheiten hervor. Also auch das, muss ich sagen, hat mich gar nicht überzeugt. Der Highlighter ist okay, haut mich tatsächlich auch nicht um. Ich weiß auch nicht, also kann man machen, finde ich, kann man machen. Aber ich muss sagen, ich muss ehrlich zugeben, im Alltag würde ich zu anderen Highlightern greifen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt natürlich so eine persönliche Sache. Es ist kein schlechtes Produkt, aber ich finde das zu künstlich, zu doll. Also frosty, wer drauf steht, finde ich, kann man machen. Ich stehe dann auf edlere und schickere Highlighter, die im Alltag dann auch wirklich tragbarer sind. Selbst zu solchen Looks mag ich einfach feinere Highlighter. Also die Blush-Palette, muss ich fairerweise sagen, ich habe jetzt nur diesen Ton benutzt. Der war okay. Ja, also man sieht ein bisschen Farbe. Klar, könnte ich jetzt zu dem Look sogar noch ein bisschen mehr auftragen. Was natürlich krass ist, ist der Ton hier. Den werde ich definitiv weiterhin benutzen. Also ich muss schauen, wie ich mit der Palette weiterarbeite. Wenn nicht, hole ich mir die Farbe hier raus. Also das fand ich schon sehr geil. Kommen wir zu den Lidschattenpaletten. Also die eine habe ich jetzt gar nicht benutzt. Die ich benutzt habe, ist die Neutrals VS Neutrals. Und zwar ist es die. Und ich habe diese Farben benutzt, diese drei und diesen Ton hier und das hier. Und ich fand, also ich kann verstehen, ja, also die performt richtig gut für Drogerie, finde ich, für diesen Preis, finde ich, kann man damit definitiv arbeiten. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich die schon so ein bisschen fleckig fand, aber ich bin halt so ein bisschen von dem Augen-Make-up so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das performt nochmal ein bisschen anders, deswegen habe ich mich für diesen Look hier entschieden. Aber ich finde, trotzdem kann der sich sehen lassen. Also man kann das machen. Ich hätte natürlich mir gewünscht, ein bisschen sauberer zu sein, ne? Hier finde ich schon sehr fleckig und so. Ich musste ein bisschen aufbauen. Aber ich muss sagen, trotzdem, so nach nix, würde ich sagen, ist die Palette schon richtig gut. Ja, finde ich nicht schlecht, aber haut mich jetzt tatsächlich auch nicht so um. Also ich dachte, dadurch, dass so viele davon geschwärmt haben, dass es jetzt so mind-blowing ist irgendwie, ne? Aber vielleicht bin ich da jetzt auch einfach zu kritisch, also nimmt das nicht persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Das Fixing Spray, da kommt sehr viel Produkt raus, also davon braucht man tatsächlich sehr wenig und ich würde empfehlen, ein bisschen weiter wegzugehen. Aber ich finde, dass es dieses Pudrige nicht aus meinem Gesicht genommen hat, ne? Ich habe, wenn ich so manchmal mein Fix Plus nehme oder hier von Mario Badescu hatte ich ja die Rose-Linie, jetzt habe ich dieses Grüne und noch andere Fixing Sprays. Wenn ich das benutze, habe ich das Gefühl, dass es schon so ein bisschen mein Puder-Finish nimmt und ich habe dann wieder so ein bisschen mehr Leben im Gesicht, nicht mehr dieses flache Matte. Das, finde ich, hat das Spray jetzt gar nicht gemacht. Amazing Make-up. Fixing, also es ist nur ein Fixier-Spray. Habt ihr mehr Erfahrung? Könnt ihr super. Also schreibt eure Erfahrungen zu Revolution bitte in die Kommentare. Ich glaube, das würde einigen in den Kommentaren super helfen. Und die Kommentare im letzten Video. Jesus!
Hallo, stille Zuschauer. Hallo, stille Zuschauer. Wo wart ihr? Kommt Alter. Doch mal häufiger vorbei. Ja, Mann, man freut sich voll. Ihr dachtet, ich habe gesagt, ich so, ja, ist wie so ein Ritterschlag für mich. Und ihr dachtet so, Bitch will einen Ritterschlag. Habt ihr mich ordentlich verprügelt mit euren netten Worten. Fand ich sehr, sehr nett. Vielen Dank dafür. Also, wow, das war echt mega. Vielen Dank an dieser Stelle. Machen wir weiter. Was mich richtig enttäuscht hat, ist das Augenbrauen, die Augenbrauenpomade. Also super trocken, klumpig, streifig, irgendwie komisch klebrig. Nee. Das Lip Kit. Also so ist es nicht klebrig. Ganz leicht fleckig, wenn ihr es erkennen könnt. Ja. Aber stempelt sich auch so nicht so doll ab, ne? Finde ich sehr, sehr gut und fühlt sich erstmal angenehm auf den Lippen an, finde ich. Also, der Lip Liner ist unfassbar krass pigmentiert, super weich, also richtig geil. Werde ich definitiv weiter benutzen. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den Produkten, dann stellt die super gerne in den Kommentaren. Vergesst nicht, eure Erfahrungen zu teilen. Hier findet ihr zwei weitere Videos, wenn ihr die verpasst haben solltet. Hier könnt ihr abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.